country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Hallo Leute, und ich bin heute richtig aufnahmegeil. Das ist jetzt schon, ich glaube, die vierte Folge in Folge. Ja, passt schon. Resident Evil 4. Das wird jetzt auch erstmal mein Hauptprojekt sein. Mad World schließe ich in, sagen wir mal, 3-4 Parts ab. Ist keine große Sache jetzt noch. Also vielleicht habe ich es sogar schon abgeschlossen, wer weiß. Ist immer ein bisschen komisch, wie ich uploade. So wie ich gerade denke, dass ihr es halt gucken wollt. Oder so ein bisschen Abwechslung reinbringen. So, mal 2 Tage Mad World, 2 Tage Razy. Was weiß ich. So, hier ins Haus ist nichts mehr. Gut. Ich will auch... Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich es jetzt schon angefangen habe, nachdem ich es hochgeladen... Also, wenn ich das Video jetzt hochgeladen habe, vielleicht habe ich das neues Projekt schon angefangen. Aber ich möchte jetzt erstmal irgendwann ein neues Projekt auch beginnen. Verkaufen wir mal eine. Ich weiß noch nicht genau, was. Da überlege ich mir noch. Das überlege ich noch. Entweder Paper Mario 2. 20.000 sogar ist das Ding wert. Entweder Paper Mario 2 oder Dino Crisis 2. Paper Mario 2 haben schon ein paar mehr Leute gemacht als Dino Crisis 2. Deshalb würde ich das eher vorziehen, aber können wir auch nichts mehr tunen, ne? Schade. Aber mir macht Paper Mario 2 mehr Spaß als Dino Crisis. Aber gut, ich werde dann vielleicht eine Münze werfen. Ich würde nämlich beides gerne machen. So. Wir sind jetzt kurz... Naja, kurz davor kann man jetzt nicht sagen. Obwohl, doch, kann man eigentlich schon sagen. Nur 5 Minuten vielleicht noch. Dann sind wir beim nächsten großen Boss. Das ist der Bürgermeister dieses wunderschönen Dorfes. Ist nichts mehr? Nein. Dafür müssen wir... Halt, bleib stehen. Okay. Macht automatisch auf eine Gondel. Und dann immer schön hier nach unten zielen und auf die Gegner schießen. Einmal reicht. Und guck mal auf Ashley's Handbewegung. Yes! Tschakka! Wenn man es nicht macht, dann, weiß gar nicht, was dann passiert. Ich glaube, dann schmeißen sie hier die Gondel runter. Von uns. Also auf jeden Fall nichts Gutes. Ach ja, komm. Ich treffe wohl nicht. Da ist doch keiner mehr. Da ist keiner mehr. Okay, ich glaube, das war's. Da sind noch welche. Aua. Okay. Jo! Jo, das war jetzt nicht so anspruchsvoll. One-Shot-Kill. Also runterfallen. Und dann hier einfach wieder aussteigen. Wenn das... Okay, das machen sie automatisch. Gut, fallt bloß nicht hin, ihr zwei. Okay. Hier drin war, glaube ich, noch ein bisschen was. Die ist natürlich zu fein, durch die Scheibe zu springen, die gute Ashley. Deshalb geht sie durch die Tür. Halt. Wie viel Heilung habe ich denn noch? Oh, ich habe gar kein gelbes mehr. Scheiße. Ich brauche wieder gelbes Kraut. Verdammt. Werde ich aber bald finden beim Bürgermeister. Da stehen nämlich auch ein paar Kräuter wieder rum. Gut, ich wollte mir ziemlich ein bisschen gelbes Kraut einflößen. Weil ich, wie gesagt, langsam ein bisschen mehr Energie brauche für das Spiel. So, du bleibst mal hier stehen. Haha, mit Strategie. Zum Glück hat der Wichser mich mit der Axt nicht getroffen, sonst wäre ich ganz schön, ne? Hätte ich ganz schön alt ausgesehen. So, hier ist oben ist die Ritualstätte, die ich ganz am Anfang des Spiels genannt habe. Nee, nicht ganz am Anfang, Quatsch. Hier ist er. Habe ich mal gesagt, als ich über Ada gesprochen habe, dass hier die Ritualstätte ist. Jetzt geh doch mal drauf. Meine Fresse. Und ja, als Leon macht es hier gar nicht so viel Sinn. Aber wenn man dann als Leon das Spiel einmal durch hat und dann als Ada spielen kann, dann macht es schon mehr Sinn. Weil da ist er dann nämlich hier, liegt sie dann einmal. Und von Zombies irgendwie, keine Ahnung, gefesselt oder vergewaltigt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat. So, das können wir jetzt auch hier Bierstärke kombinieren. Wie viel haben wir da jetzt? Ich glaube von... Oh, habe ich auch alle gefunden. Wow. Cool. Nicht schlecht. Was habe ich denn immer... Den roten Edelstein von der Maske habe ich dann immer übersehen. Jetzt weiß ich ja, wo er ist. So.
Okay. Wenn ich mich jetzt beeile, schaffe ich den Bürgermeister vielleicht noch in der Zeit. Und der ist ja gleich da unten. Und da ist auch gleich ein Händler in der Nähe. Ja, noch einer. Ja, ich weiß. Na, da ist er. Sozusagen zwei in einem Raum. Was das Raum bezeichnen kann. Money, money, money. Money, money, money. Moin, moin. Tunen können wir jetzt nichts mehr, ne? Es kann ja sein. Ich weiß nicht. Ich guck mal. Nö. Okay. Ja, gut. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zum guten Bürgermeister. Wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe das noch in 10 Minuten. Ziemlich genau 10 Minuten, die uns jetzt noch bleiben. Werde ich meinen Schrodi und TMP ein bisschen bemühen bei dem. Es wird sowieso gleich mal in eine Sequenz kommen. So. Gut. Okay. Die habe ich auch noch nicht mehr gesehen. Die gucke ich mir jetzt mal an. Ja. Spiel bloß nicht die Heldin. So. Ja, eine wunderschöne verlassene Hütte. Wo kann sich ein 2 Meter großer Zombie nur verstecken hier drin? Oder sogar über 2 Meter. Das ist ja voll der Riese gewesen. Oh, genau hinter ihm, natürlich. Quicktime Event. Vorsicht, Achtung, aufpassen. Das ist mal ganz schnell tot hier. Ja, nee. Ist klar. Sein Auge ist später dann wichtig. Achtung, jetzt kommt das Quicktime Event. Gut. Das Auge kriegen wir dann nämlich als Belohnung. Und es dient dann sozusagen als Schlüssel, um weiterzukommen. Benzin. Ja. Das, glaube ich, geht im Real Life nicht, aber okay. Ich habe vorhin, oder vor ein Part oder zwei, keine Ahnung, von Nintendo-Logik gelabert. Nämlich zurück, ist ja nicht Nintendo, ist ja Capcom. Das Spiel gibt's ja schon für mehr. Konsole, was laber ich denn für ein Scheiß? Das ist gerade so ein hässliches, ekliges Zombie-Vieh und ich laber hier von Publishern. Ach du großer. Igitt, ist das Ding eklig. Und das ist noch die erste Phase. Die zweite ist noch viel widerlicher. So, nehmen wir unsere Schroti, wie gesagt. Und da erstmal ein paar Mal drauf. Gut, jetzt rennen wir lieber. Weil der uns doch ein bisschen zu nahe kommt. Puh. TMP. Ist das echt TMP, technische Maschinenpistole? Möglich. Okay. Wir können auch. Scheiße. Da waren nochmal Leitern. Da. Da können wir nämlich auch noch hoch. Keine Sorge, der erwischt uns da oben genauso wie unten. Also das ist nicht das Problem für den Typ. So. Ich will nur hier das Zeug einsammeln. Rot. Da haben wir doch gleich. Ja, auch irgendwo ein gelbes Kraut da. Ja, sehr schön. Oh, okay. Sowieso zu viel. Das heißt, ich kombiniere jetzt. Mist. Ah, da war noch Geld mit. Ah, sehr schön. Und das kann ich nicht kombinieren. Okay, gut. Oh Gott, unser Koffer ist voll. Ich muss mir echt mal was verkaufen. Oh, okay, gut. Ja, wir gehen jetzt mit dem. Wir kämpfen jetzt ein bisschen weiter. Das können wir gleich verwenden. Sowieso voll hab. Okay, hier oben rumzulaufen ist übrigens überhaupt nicht klug. Wenn der in der ersten Phase ist. Weil er einen so treffen kann, aber man selbst kann einen nicht so treffen. Oh! Oh, scheiße! Okay. Nachladen. Gut. Ich will, dass die erste Phase mal endlich vorbei ist. Das ist total nervig. Na komm, so lange kann ich nicht mehr gehen. Da wird schon Munition gefressen wie sonst was. Ach, verdammt. Ich kann nichts mehr kombinieren. Gut, dann lassen wir's. Warte, dann nehme ich schnell was. Genau das. Oh Gott, jetzt weg hier, ey. Ist das schon genau hinter mir, die Sau. Alter! Oh! Da kann ich kurz nachladen, jetzt wo er abgelenkt ist. Oh ja. Nee. Halt's Maul, Alter. Oh, endlich! Was? Was? Ich dachte, das wär's endlich mal. Oh, Mann! Oh, Jung! Nein, nein! Nein, 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 nein!
Okay, jetzt gut, jetzt brauche ich was zum Heilen auf jeden Fall. Zweimal grün. Ja, boah, das reicht sogar aus, um mich komplett zu heilen. Ey, das darf doch nicht wahr sein! Okay, gut, das reicht was. Jetzt setze ich eine Granate ein. Leck mich. Brandgranate hier. Für dich. Du magst Feuer ja so sehr. Einen Schuss haben wir noch für das Ding. Ja, endlich! Das war die erste Phase. Das war die erste Phase. Ja, jetzt kommt die zweite. Jetzt hängt der Wichser da noch an den Teilen dran. Jetzt ist er noch viel schneller. Okay, jetzt haben wir die TMP. Oh Gott, Alter, die Beine, die Beine krabbeln noch ein bisschen auf dem Boden rum. Verdammt! Ich darf nicht so viel schießen auf den Wichser. Oh Gott. Oh, ich bin im Gelben. Sollte ich vielleicht... Nein, ich lasse mich noch einmal treffen. Nein, nein, nein. Ich nehme das Grüne hier. Gut. Einfach draufballern, ey. Wow, zu nah. Ja, der war mir wieder ein bisschen zu nah. Zu nah. Verschwinde. So, nachladen hier das Ding. Zu nah. Igitt. Sehr gut. Oh, das war's. Aber wie gesagt, das gilt, das dient, meine ich, als Schlüssel. Um weiterzukommen. Ist doch ein gelungener Abschluss dann für den Part. Da werde ich nochmal schnell den Händler besuchen. Jetzt muss ich hier aber erstmal rauskommen. Glasauge. Und sein Geld. Nämlich mit Freuden an die 30.000. Kann ich mir einen Raketenwerfer dafür kaufen. Theoretisch. Sehe ich so aus? Ja, ich bin okay. Miststück. Also ich habe mehr Muni für Pistole als für TMP. Ich verkaufe ein paar... Na, obwohl... Verkaufe ich ein bisschen Munition für meine Pistole? Ja. Besser als sie zu verschießen. Also, zu verschießen. Also daneben zu schießen. Und haben wir ein neues Zeugs. Guten Abend. Nope. Ich verkaufe mal ein bisschen, trotzdem ein bisschen was. Alter. Ja, verkaufe mal 50, ne, sagen wir mal 70 Schuss. Schon besser. Die brauchen wir momentan überhaupt noch nicht. Die brauchen wir dann später, wenn die Regenerados kommen. Da werde ich mir dann auch so ein Gerät kaufen. Okay. Sogar in der Speicherstation. Ist perfekt. Dann beende ich jetzt diesen Part und diese Aufnahme und diese Sitzung. So. Und sag bis zum nächsten Mal, Leute. The game must go on.